Und das ist wirklich erstmal der letzte Baum, den wir hier fällen. Naja, hier auf dem Plateau. Dann müssen wir da hinten noch, da wo wir eben, da müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was wegmachen. Und da können wir dann ja erstmal, ja, ist ja gut, 4 Millionen, ich komme. Da können wir dann ja auch noch irgendwie da hinten erstmal so eine provisorische Baumfarm anlegen. Solange wir hier halt Holz brauchen, kann man das ja machen. So, also ganz bei der Sache bin ich heute nicht, muss ich nur noch mal so betonen. Also, ich merke schon, dass ich heute so manche kognitive Einschränkung habe. Ganz besonders sowas da. Das habe ich jetzt extra gemacht, damit ich das da, damit ich so weitermachen kann wie bisher. Das wäre nämlich sonst nicht gegangen. So. Das wird alles noch ganz schrecklich hier. So, wie viel haben wir denn? Oh, 2 Folgen voll. Ja, dann wird es langsam mal Zeit, irgendwie was anderes zu machen, damit die Leute nicht wieder anfangen zu meckern. Mecker, 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 mecker. Kennt man ja alles schon. Und wir müssen, glaube ich, hier auch ein bisschen was besorgen, was mir ein Anliegen ist. Aber lasst mich weitermachen. Es wird sich schon alles zeigen irgendwie. Alles wird klar, wenn es klar wird. Wenn es sich ergibt. So. Der Ringy-Trick zum Runterkommen von Bäumen. Wir wenden ihn einmal wieder an und sind dann auch... Also funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich wusste das bisher nicht, dass das geht. Also ich hatte es versucht, er hätte das geschrieben, auf die Mitte draufstellen und dann einfach immer rundherum bauen. Und da habe ich mir immer nur wehgetan. Ich weiß auch nicht, was ich da anders gemacht habe. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Jetzt funktioniert es. Danke, Ringy. Er hat auch extra noch ein Video gemacht, der gute Mann. Also da könnt ihr mal sehen. Hallo. Da könnt ihr mal sehen, was das für ein guter ist, der Ringy. Das ist ein wirklich guter. Nicht einfach nur so irgend so ein YouTuber, der sich ein, der eigentlich einen Dreck darauf gibt, was andere YouTuber machen und so weiter und so fort. Der Mann ist ein wirklich guter. Und dies kommt jetzt her, ihr Flohburgen. So, der dahin. Jetzt läuft er da rum. Hör auf rumzulaufen. Solange ich es dir nicht gebiete. Ah, wo ist denn... Ja, alles klar. Also, wir können hier auch noch mal ein bisschen Erde auffüllen. Ich weiß, ich beraube jetzt den Baum etwas seiner natürlichen Höhe. Das ist mir auch egal. Solange wir hier unseren Kram auf die Kette kriegen, wollen wir das mal wurscht sein. Leute, ihr werdet mich hassen, aber ich glaube, ich muss das anders machen. Ich glaube, ich muss diesen gesamten Kram hier... Lass mich mal schauen. Hallo, Katzi. Ich glaube, ich muss den etwas weiter nach hinten setzen, weil das wird hier ganz und gar nichts. Ich brauche mal eine Schaufel. Ihr werdet mich hassen. Ich muss jetzt also die ganze Treppe da nochmal abreißen und um 2 Blöcke nach hinten versetzen. Bear with me, wie der Amerikaner oder Engländer sagen würde. Also bärt mit mir, entbehrt mit mir. Hat das vielleicht was damit zu tun? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich sollte ein bisschen was von der... Schnauf mir nicht so ins Ohr, Emma. Ich habe hier zu tun und ich muss vor allen Dingen auch stark überlegen, was ich hier tue. Ich nehme mal wieder einen 64er hier wieder raus. Wir werden es brauchen. Ist eigentlich der Rest Kram geblieben? Ich packe mal die Knochen hier auch erstmal rein. Ach ja, so viel zu tun und so wenig Zeit. So. Haben wir noch ein paar Treppen? Nee, das tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt tun muss. Ich muss es tun. Es gibt keine andere Wahl. Ich muss das da alles abgraben. Aber das hat den Vorteil, dass wir vorne nichts dran bauen müssen. Und das sieht auf jeden Fall besser dann aus. Alles hat seinen Vorteil. So, und ich mache erstmal hier diesen. Erstmal eine
Reihe oben runter, so, da und hier und hast du nicht gesehen und überhaupt. 4 Millionen, ich komme. Und dann nehmen wir nämlich hier und machen hier. Zack. Und zack und zack. Und dann. Katze! Die sind ja gar nicht scheu hier. Das ist mir neu, also. Das ist mir neu, die sind nicht scheu. Hallo! Die ist zwischen den Hunden langläuft. Wenn das Realität wäre. Ich würde ja sagen, das würde nicht so gut abgehen. So, und jetzt, Das hatte ich so nicht geplant. Ah, ich mach das mal alles weg hier. Reihe Bank durch, alles weg. Hauptsache es zerlegt gleich nicht wieder die Axt. Das tut es gleich. Natürlich tut es das. Und ihr so schon gelangweilt oder? Ja. Nicht, dass sich da draußen vor Langeweile noch irgendjemand etwas antut. Ich habe ja keine Ahnung, was ihr da tut und was ihr da nicht tut. Gut, dann hier diesen zack, 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 zack. Und zack auch. Und zack auch. Und dann bauen wir uns hier mal runter. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, wir sind in der dritten Folge. Wir zerstören den Dschungel und machen Arbeit doppelt. Aber tröstet euch. Drüben in England habe ich das den Leuten auch schon angetan. Da habe ich ja dieses Dschungelgebäude am Laufen. Und da ist mir auch passiert, dass ich mehrere gravierende Fehler gemacht habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mehrere Dinge abreißen und neu bauen musste. Ich glaube, da hasst mich inzwischen auch schon so mancher dafür, dass ich ja manchmal oder öfter mal so verpeilt bin. Also, ihr seid nicht allein. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Ja, macht man so alles an schlechten Songs kennt, so irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer hat das nochmal vor sich hingesäuselt? Keine Ahnung. Also echt, ey, Bernhard. Bernhard, das Schaf, lebt gefährlich. Oh, ich auch, denn... die Minecraft-Tage, ne? Also, wirklich nicht besonders haltbar. Hey, Katzi, 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 wie es abpäst, ey, volle Kanne. Ja. Volle Kanne Hoshi. Jetzt erstmal volle Kanne Kaffee. Moment. Kaffee um 21.36 Uhr schon. Mein Gott, ich müsste auch mal schlafen gehen. Weil vielleicht muss ich morgen noch zur Arbeit. Also, ich lasse mich doch nicht krank schreiben, nur weil ich ein bisschen, ne? Nur weil ich so ein bisschen an Männergrippe sterbe, das ist ja nicht, nicht auszudenken, sowas. Bernhard? Ich sage dir, Bernhard, du lebst gefährlich. Aber vielleicht will er einfach nur, dass ich einen Schafstall baue. Böser Bernhard, dafür habe ich gar keine Zeit, Kollege. Hier warten noch ganz andere Aufgaben auf mich als das. Ja, du hast gut, Man. Mäh du mal lieber den Rasen. Ja, mäh den Rasen, los. So. Das kann ja langsam werden hier. Ja, ich weiß, ich habe eine Schaufel. La. Birch Planks? Du des Teufels. Nimm dieses Satanszeug weg.
So. Ja, ich melde dich auch gleich. So, Dille, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch abtragen können. Komm, nehmen wir die Schaufel dann. Sonst fangen die da draußen an zu heulen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemand weint. Oh, da ist auch schon die Steinschicht. Also sowas gibt es hier auch drunter. Das ist gut. Denn das heißt, wir können hier auch irgendwann mal... Und dann werdet ihr denken, warum hat er denn die schöne Treppe gebaut? Wenn ich dann nämlich einen Schacht nach unten durchdrille, der dann hier unten irgendwo rauskommt, spätestens dann werdet ihr sagen, der Kerl, der ist so verpeilt, das gibt's schon gar nicht mehr. So. Ja, ihr so, 4 Millionen, ich komme. So, dann einmal kurz den da rein. Den da rein. So. Ja, Sodele ist schwäbisch. Und wenn ich ein anderes schwäbisches Ding, das ich kenne, sage, dann werden mir alle unterstellen, dass ich einen bestimmten armen Menschen, den es leider auf YouTube komplett zerlegt hat, nachmache und von ihm profitiere. Und das will ich nicht, ne? Wenn ich sage Jetzadle oder Edzadler. Ja, eigentlich, ne? Ja, kann ich dann eigentlich auch gleich sagen, Metal, Leute. Jetzt spätestens weiß jeder. Sodele. Warum wachsen die blöden Dinger da nicht? Wahrscheinlich, weil ich Fackeln rundherum gestellt habe. Ich Horst. Also, pass mal auf, dann machen wir mal die Fackeln wieder weg. Wahrscheinlich mögen die auch nichts, was irgendwie neben ihnen steht. Ui, da ist es schon passiert. Siehst du? Hab ich's doch nicht gewusst. So. Und dann hacken wir uns hier nochmal durch. Das wird hier noch alles sehr schön oder ganz schrecklich. Je nachdem, wie man das sehen will. Je nachdem, ob man ungestörte Umwelt gut findet oder nicht. Oder uns zerstörte. Jo. Läuft. Gut, dann hier nochmal rein. Weißt du was? Das machen wir gleich richtig. Wenn wir schon mal dran sind. Ja, warum macht er das nicht gleich so? Weil er verpeilt ist. Ja, das ist er wohl so, denn gebe ich ja auch zu. Es ist ja nun nicht so, dass ich daraus jetzt irgendein Geheimnis machen würde. So, dann, ja, das eben nicht. Und dann machen wir nochmal hier so den. Und dann sind wir schon fast irgendwie mit der Sache durch. Das hier unten fülle ich nochmal eben auf. Das sieht nämlich nicht schön aus, wie so vieles hier. Aber das wird noch alles sehr schön. Und wenn wir dann eines Tages mit unserer Minenbahn von drüben von Ringwald, von Gut Ringwald hier rüberfahren, dann ist das richtig lustig. Ja, ein bisschen Erkundungstour müssen wir ja auch noch machen irgendwann demnächst. Das liegt auch noch an. Also wir haben ja noch, wir haben ja noch einige, wir haben ja noch einige Ecken, die wir erkunden können, wo wir bisher noch gar nicht waren. Richtungen. In einigen waren wir vielleicht sogar schon, weil da gab es ja mal diese Folge, wo ich mich verirrt hatte. Da wird mit Sicherheit, werden wir auch nochmal hingehen. Ich glaube, der Baum da muss weg. Bin mir nicht ganz sicher, aber das kann sein. Wäre durchaus im Rahmen des Möglichen. Ja, so, dann erstmal, warum ist das noch da? Kannst du mir auch nicht sagen. Wir packen erstmal hier ein paar Klötze an die Seite. Dann haben wir nämlich schon mal das Ganze vorskizziert. Und skizzieren ist ja immer gut. Skizzieren geht über Studieren. Ich mach die mal hier unten weg.
Ihr werdet alle wiedergeboren, ihr armen Bäumchen. Aber erst, wenn ich hier alles zerstört habe. Will keine Axt bauen. Muss ich aber trotzdem. Habe ich denn... Ja, ich habe ein Crafting Table dabei. Wir müssen da jetzt nicht hoch. Ich habe aber ein bisschen wenig Eisen, merkt ihr das? Das ist irgendwie... und vor allen Dingen keine Stöcke. Da müssen wir mal welche machen. Ja, das ruft wohl dann nach einer Höhlentour. Mein Gott, ich will nicht. Ich will nicht. In Deutschland hier, also im deutschen Let's Play, sterbe ich immer, wenn ich in Höhlen gehe. Naja, nicht immer, aber immer öfter, wie man so schön sagt. Oder auch nicht schön sagt. Ja, und also drüben in England gehe ich um einiges souveräner an die Höhlenerkundung. Hier rechne ich halt immer damit, ja, gleich machst du dich mal wieder lächerlich. Gleich liegst du wieder auf der Nase. Aber vielleicht klappt ja diesmal. Ich wüsste halt nur nicht wo. Weil hier in der Nähe gibt es eigentlich keine Höhlen. Abgesehen von der Schlucht drüben, aber das ist ja keine Höhle. Und die geht ja auch nicht weiter, die Schlucht. Also müssten wir hier irgendwo in die Nähe rennen und irgendwo in eine Höhle random reinrennen. Und ja, das hat sich ja schon so oft als vorteilhaft herausgestellt. Eben nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind es jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Komm, machen wir hier. Zack. Ja, das ist nicht symmetrisch und auch sonst nichts. So, also der Baum muss weg, der Baum muss weg. Und das machen wir jetzt nochmal kurz eben. Nochmal kurz. Ich sehe, dass wir jetzt hier schon seit einer Stunde, natürlich wisst ihr das, seit einer Stunde, das heißt also seit drei Folgen, ackern wir jetzt hier schon an verschiedensten Dingen auf diesem Plateau herum. Und das tut mir schrecklich leid. Ja, wirklich. Das ist nicht irgendwie jetzt ironisch oder sarkastisch oder zynisch gemeint. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch hier dermaßen langweilen muss. Muss ich aber, weil, ja, weil ist so. So. Vielleicht dürfen wir hier auch freien Blick haben, sodass wir einen schönen Bildschirmschuss von unten machen können. Das wäre ja auch mal was. Aber ich sehe da schon, wir werden hier einige Probleme bekommen, diesen Baum wirklich komplett abzutragen. Weil der sich irgendwie, also wenn ich das richtig gesehen habe, hat er sich in die Breite entwickelt. Das passiert ja auch so manchen Menschen, dass sie sich irgendwie so im Laufe ihres Lebens in die Breite entwickeln. Und dann schämen sie sich meistens ganz doll dafür. So. Ich habe ja nun den Vorteil. Also, mein Lebendgewicht, das wollt ihr gar nicht wissen. Dann würdet ihr nämlich denken, ich bin Skelett aus Minecraft. Aber ich bin halt, ich bin halt sehr, 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 sehr schlank. Ich habe nicht mal einen kleinen Bierbauch. Und das hat einfach was damit zu tun, dass ich einen recht hammerharten Stoffwechsel habe, der gleich immer alles wegbrennt. Oh nein, 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 nein. Ja, jetzt könnte ich ja hier den Hitler einblenden. Ach ja, so. Lass mich bitte hier runter, ehe es vollkommen dunkel ist. Klick, plack, plock. So, gute Nacht. Holla, die Waldfee. Warum eigentlich das? Warum sagt man Holla, die Waldfee? Wieder so ein Ding. Da wollten sie uns wohl hinter die Fichte führen. So. Oder auch hinter den Dschungelbaum. Ja, ja, jetzt hört doch mal auf, ihr lustigen Hunde. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit B am Anfang und K danach. Irgendwas musst du jetzt nicht wissen. Ah, Alter. Angst vor diesen Ranken, die... Da fährt man immer irgendwie so nach draußen und dann
macht's platsch. Aber ich habe ja das Bett unten stehen. Also sollte es mich jetzt hier zerlegen, dann würde ich ja da spawnen. Und das wäre ja herzallerliebst. Da wäre ich ja dankbar für, weil... Ja. Ansonsten wäre es dann halt Ringwald, ne?